Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf dem Kanal. Eigentlich wollte ich für euch heute ein Goldfarm-Video aufnehmen, allerdings bin ich auf eine sehr interessante Thematik gestoßen, auf eine Änderung in WoW Classic, die ich euch natürlich nicht vorenthalten wollte. Gut, wenn jetzt natürlich der typische WoW Classic-Spieler da draußen hört, Änderungen an WoW Classic Changes, dann denkt jeder direkt, oh je, oh je, oh je. Und wir wollen auch nicht lange rumlabern, sondern gehen direkt auf die Änderung ein. Und ich übersetze die ganze Geschichte hier mal auf Deutsch. Im Grunde genommen hatten wir im originalen Vanilla keine Lebensanzeige im genauen Wert, wie viel quasi Leben ein Gegner noch hat. Sei es quasi ein NPC oder auch ein PvP-Gegner. Wir konnten quasi immer nur den grünen Lebensbalken sehen und den Mana-Balken, haben aber nie die genauen Werte sehen können. Jeder von euch wird sich aber wahrscheinlich das Addon Real Mob Health installiert haben in WoW Classic. Das hat ja eigentlich relativ die Runde gemacht und damit konnte man eben in seinem Target Frame, also wenn man einen Gegner im Target hatte, konnte man genau sehen, wie viel Leben und so weiter er noch hat. Und das Problem an der Geschichte war anscheinend, dass auf einigen Servern es zu Problemen gekommen ist, weil quasi dieses Add-on in Real-Time mehr oder weniger immer wieder abfragen musste, wie viel Leben die jeweiligen Gegner haben für jeden einzelnen Spieler. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, das hat einfach negative Auswirkungen auf die Serverstabilität und deswegen öffnen wir die API an der Stelle und erlauben es quasi den Addons, die genauen Werte von hier quasi dem Leben abzufragen. Und ja, jetzt hätte man ja denken können, okay, gut, kann ich jetzt einfach im quasi, wenn ich in WoW reingehe, in den Einstellungen einfach quasi anschalten, dass ich die Lebensanzeige vom Gegner sehe. Nein, könnt ihr nicht, denn nur die API wurde dafür geöffnet. Das bedeutet, ihr müsst jetzt quasi euch ein anderes Addon installieren, damit ihr die genauen HP-Werte angezeigt bekommt. Und das werde ich euch auch am Ende hier nochmal kurz erklären und natürlich auch in der Videobeschreibung unten verlinken. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was überhaupt diese Änderung hier in-game genau für Auswirkungen hat. So, ich bin gerade mit meinem Gnom hier in Zwinglesson unterwegs und wir nehmen mal hier das Krokodil-Target und wir können schon direkt sehen, wir haben keine Anzeige, wie viel Leben das Krokodil hat. Auch wenn wir hier angreifen an der Stelle, ändert sich quasi nichts dran. Und das war die Situation, die wir im Original Vanilla hatten. Wir haben einfach nur gesehen, okay, der Lebensbalken geht runter, aber wir haben eben nicht gesehen, wie viel HP der Gegner genau hat. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie die ganze Sache ausgesehen hat, bevor die UI-Änderung vor ein paar Tagen kam. Wir haben also hier, wie jeder andere eigentlich auch, Real Mob Health aktiviert gehabt und wir machen mal Neuladen und gehen wieder ins Spiel rein. So, und ich nehme hier das Krokodil mal ins Target und wir sehen direkt hier 100%. Wir haben also die prozentuale Anzeige und hier eben auch 1149. Und das war eigentlich so die Situation, mit der jeder von euch, wenn wir mal ehrlich sind, gespielt hat. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie die ganze Sache aussieht, wenn wir das neue Addon drauf haben. So, wir merken uns an der Stelle einfach mal, der Mob hat an der Stelle gerade 1149 Leben. So, jetzt gehen wir hier ins Addon-Menü nochmal rein, deaktivieren quasi hier Real Mob Health und aktivieren das neue Addon, was quasi jetzt von der API unterstützt wird und quasi die genauen Daten abfragen kann. 1149 hatten wir gerade auf dem Krokodil. Dann laden wir hier mal neu. Das alte Addon ist deaktiviert, das neue ist aktiv. Und wir sehen, oh, 1107 Leben. Und das sind jetzt anscheinend auch die korrekten HP-Werte von den Gegnern. Und das finde ich schon sehr interessant, weil ganz ehrlich, jetzt schon im PvP vor allem natürlich ein deutlicher Vorteil, wenn wir genau sehen können, wie viel Leben die Gegner haben und auch im PvE. Und deswegen finde ich es schon eine sehr wichtige Info. Und die Info an der Stelle, ihr solltet euch auf jeden Fall dieses neue Addon gönnen. So, jetzt eine wichtige Geschichte noch, und zwar, was ich auch mega krank finde, und korrigiert mich da, wenn ich falsch liege, ja. Vielleicht gab es sowas quasi vorher auch schon in-game, war mir aber nicht bekannt. Und zwar, ich greife hier mal mit dem Leerwandler an, und ich hatte immer beim Warlock-Level hier, jetzt speziell, das Problem, dass ich nicht genau wusste, wann ich Aggro ziehe von dem Vieh, also wann quasi der Mob mich angreifen wird und nicht mal meinen kleinen Leerwandler hier. Und jetzt habe ich quasi mit dem Addon hier direkt auch eine implementierte Aggro-Anzeige, ab welchem Punkt der Mob mich angreifen wird. Und natürlich ist es ein bisschen blöd, ist quasi über meinem Mana-Barren hier gerade noch. Und das finde ich schon sehr krass. Also
Das war, glaube ich, jetzt hier einfach nicht eindeutig genug, sonst hätte er mich wirklich gerade, als ich über die 100% war, angegriffen. Wir können gerade hier nochmal einen Try machen. Und das fand ich schon sehr krass, der Unterschied. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, so, es hat dann auch wirklich ja, Auswirkungen aufs Gameplay. Ne? Wir sehen hier, ich bin nicht auf 135 so, ja, ne? Und jetzt kommt er quasi an. Und wie gesagt, vorher hat es eigentlich auch immer relativ gut funktioniert. Und das finde ich schon einen krassen, ja, schon eine krasse Veränderung irgendwie. Sagt mir auch mal gerne eure Meinung in den Kommentaren zu der ganzen Geschichte. Ja, und bevor wir das Ganze hier beenden, gehen wir nochmal kurz hier rein. Hier könnt ihr quasi euch das Addon dann runterladen. Und ich habe es quasi wieder mit der Twitch-App gemacht. Finde ich immer angenehmer. Aber quasi hier das Addon quasi dann einfach installieren. Realmob Health deinstallieren. Und dann habt ihr quasi die genauen Anzeigen auf den Gegnern. Ja, Leute, das war's dann auch zu dem Thema. Jetzt vielleicht noch kurz meine Meinung dazu. Ich denke einfach so, der Zug mit absolut gar keinen Changes in WoW Classic ist letztendlich sowieso schon abgefahren. Und ich habe auch immer gesagt, ich denke, einige Änderungen sind geradezu notwendig, damit eben das Classic-Feeling aufkommen kann. Weil wir einfach andere Spiele haben, die mit einer anderen Mentalität ans Spiel rangehen, die ein anderes Wissen über das Spiel auch haben. Von daher, wie gesagt, hier wurde jetzt von mehreren Leuten angemerkt, dass diese Änderungen anscheinend auch gemacht wurden, um die Serverstabilität zu verbessern, was ich auch einfach cool finde, was auch letztendlich die Classic-Erfahrung nochmal verbessern sollte. Und ja, ich muss schon sagen, ich finde es sehr angenehm, dass wir quasi hier genau sehen, wie viel Leben habe ich, wie viel Mana habe ich und wie viel Leben hat der Gegner. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich finde es besser so, dass wir wirklich jetzt die exakten Werte haben, anstatt dass quasi jeder vorher mit einem Addon rumgerannt ist, wo quasi nur so die ungefähren Werte quasi angezeigt wurden. Das hat mich ehrlich gesagt immer auch ein bisschen genervt, ja. Denn ihr habt ja gesehen, die Werte sind anscheinend wirklich unterschiedlich. Gut, Leute, das war's dann auch mit dem Video zum Thema. Wie gesagt, der Blue Post und natürlich auch der Link zu dem Addon sind in der Videobeschreibung. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Was sagt ihr? Ist es für euch ja eine weitere Änderung, wie die nicht hätte sein sollen? Findet ihr das auch cool? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao.